Die Polizei warnt Bewohner und Bewohnerinnen der Orte Kleinmachnow, Tiltow und Stahnsdorf im Süden von Berlin vor dem Verlassen ihrer Häuser. Bei einem in der Nacht entlaufenen Wildtier im Süden von Berlin könnte es sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. Wie die Polizei auf Anfrage der deutschen Presseagentur am frühen Morgen mitgeteilt hatte, suchten Einsatzkräfte mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier. Unter anderem wurde die Bevölkerung mit Hilfe von Warn-Apps gewarnt. Zusätzlich sei die Polizei mit dem Veterinäramt und auch Jagdpächtern im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West. Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Die Polizei hat nach bisherigen Erkenntnissen keine Informationen, woher das entlaufene Raubtier südlich von Berlin stammt. Wo es herkommt, wissen wir nicht, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. Es wird keine Löwin vermisst.